viel Ruhe. Hoppala. Also daher ist jetzt Vierbad gefahren, muss ich sagen. Das schaut gut aus. Jetzt haben wir einen langen Igelbad. Wieder Socket. Geh rein, geh rein, geh rein. So, und wir starten jetzt direkt auf Loch 10 vom Old Course. Wir werden jetzt gleich einen wunderschönen Sonnenaufgang beobachten. Es ist 7:30 in der Früh. So, ein kurzes Par 4 mit 237 Metern. Der weiße Abschlag ist hier jetzt leider gesperrt. Deswegen spielen wir vor Gelb. Also, schönes Spiel. Oh, der ist perfekt. Er wird irgendwo in der Nähe vom Grün sein. Also, los geht's. Das Grün haben wir jetzt leicht überschlagen. Aber ja, ein kurzes Par 4 bergab. Geht jetzt stark bergab, deswegen werden wir den jetzt putten. Ja, ewig langer Igelputt zum Start. Riecht ein bisschen nach links. Ja. Komm. Zu kurz! Da habe ich jetzt die Grüns leider ein bisschen unterschätzt. Doch nicht so schnell, aber immer noch ein Birdie-Putt. Ein wunderschöner Sonnenaufgang im Hintergrund. Uiuiui. Okay. Gott sei Dank. Das wäre jetzt ein hässliches Bogey gewesen. Ah, wir starten mit einem 3-Putt-Par. So, das zweite Loch. Ein wunderschönes Par 3. 184 Metern steil bergab. Es geht so weit bergab, ich glaube, ein 6er Eisen sollte reichen. Hoppala. Okay, wir sind im Spiel. Ich habe jetzt von da oben von dem Berg runtergeschlagen. Und habe den jetzt hier runtergebladet. Da oben haben wir die Fahne. Also, ein bisschen Arbeit vor mir. Das werden wir dann noch haben, 20 Meter. Die Fahne liegt auf so einem Plateau oben. Wäre gut, wenn wir den da raufkriegen. Okay, ein Socket. Hat sich aber gut entwickelt. Und jetzt ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt mit dem Socket noch eine paar Chance. So, wieder leicht bergab. Bricht ein bisschen nach links zum Schluss. Go, 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 go. Schade. Ein Bogey. Aber nach dem Abschlag und dem Socket nehme ich. So, das dritte Loch. Das wäre normalerweise von Weiß ein 400 Meter Par 4. Aber Weiß gibt es bei dem Loch wieder nicht. Deswegen spielen wir jetzt von Gelb. Ja, 354 Meter. Enges Fairway. Aber der Driver muss auch mal raus. Jetzt hier ein bisschen weiter rüber auf die, weil da die Palmen ein bisschen im Weg sind. Okay, viel Ruhe. Ja, kurz und links. Ja, nach dem katastrophalen Abschlag haben wir jetzt immer noch 180 Meter auf die Fahne. Aber es geht immer noch leicht bergab. Probieren wir es mal mit dem 5-Eisen. Und der ist rechts. Könnte aber reinkommen. Ja, rollt runter. Und ist knapp auf dem Grün, glaube ich. So, nicht ganz auf dem Grün, aber okay. Probieren wir es jetzt mit Chippen. Geht alles wieder bergab. Relativ schnell sein.
Boah, der hat gebissen. Hey. Eieiei. Haben wir einen langen Papat wieder. Alles nach links. Und reingehen. Ah. Aufgehört zu brechen. Also Bogi wieder, aber wieder mit den zwei Schlägen. Alles gut. So, noch vier. Wieder ein eher kurzes Paar 4 mit 266 Metern. Es geht ganz scharf nach links. Da, nach rechts. Jetzt mit einem neuen Eisen vorlegen. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich sonst hin muss. Wollen wir jetzt ein bisschen abkürzen mit dem 9er Eisen. Ich hoffe, das passt. Ich glaube, der ist zu weit links. Na, passt genau. Passt genau. Perfekt. So, wunderschön vorgelegt. Jetzt, wo ich sehe, hätte ich viel, viel weiter abkürzen können, aber besser auf Sicht spielen. Wir haben jetzt noch 128 Meter, leicht bergauf. Das heißt, wieder 9er Eisen. Hoffentlich schafft das bis ganz rauf. Schaut gut aus. Bisschen zu kurz, leider. Also leider ein bisschen zu kurz. Aber das war schon mal der erste Golfschlag heute. So, komm jetzt up and down zum Paar. Ja. Mal wieder einen langen Parpat. Also den Chip jetzt ein bisschen gebladet. Boah, schlecht heute. Wieder so ein Bergabpat. War ziemlich gerade, glaube ich. Sit, 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 sit. Ist schnell. Bogey-Butt. Passt. Ey, nur Bogies, Bogies, Bogies. Loch 5, Bar 3. Wieder bergab. 141 auf die Fahne. Ich spiele mal ganz lockeres 8er Eisen. Ein bisschen links. Ja, auf dem Grün. Aber ewig langer Putt. Ewig langer Putt. So, endlich mal das Grün getroffen. Aber gleich wieder bestraft mit einem ewig langen Bergab-Putt. Ja, Halleluja. Also da herrscht jetzt 4-Putt-Gefahr, muss ich sagen. Jetzt mit ganz viel Gefühl. Jetzt sollte er runterbrechen. Komm, 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 komm. Ja, der war okay. Der war okay. Nochmal bergab. Jawohl. Easy Bar. So, das erste Bar 5 heute. 504 Meter. Wunderschön. Ja, wieder den Driver. Hoffentlich funktioniert der besser wie an dem vorigen Loch. Der schaut gut aus. Bisschen rechts. Aber es bricht alles nach links, also sollte eigentlich passen. Das erste Mal das Fairway gesplittet. Aber wir haben immer noch 226 auf Mitte grün. Und stark bergauf. Das heißt, jetzt mit den 6-Eisen vorlegen, kann eigentlich nicht viel passieren. Ja. Passt. Perfekt. Wir haben noch 76 Meter auf die Fahne. Immer noch ein bisschen bergauf. Also eine Dreiviertel Sandwich. Sollte eigentlich okay sein. So, come on. Noch zwei sehr guten Schlägen. Schaut gut aus. Ja. Birdie Chance. Langsam werden wir warm. So, der war jetzt leider doch nicht so gut. Bisschen zu lang. Okay. Wenn wir den jetzt chippen müssen, weil wir da echt viel Gras da haben. Ja, ganz ein gefühlvoller Chip. Geh rein, geh rein, geh rein.
Wenn es mit Button nicht geht, mach mal einen Chip-In. Ah, jetzt kann es losgehen. So, das siebte Loch. Mal ein paar 4 mit 323 Metern. Also nach dem Birdie erwarte ich jetzt Großes. Also ein relativ kurzes Paar 4, breites Fairway, kann nicht viel passieren, oder? Jawohl. Also Roll gibt es heute keinen, der Platz ist irgendwie ein bisschen nass. So, der Abschlag wieder auf dem Fairway. Wir haben jetzt noch 97 Meter auf die Fahne. Also perfekt für eine Gap Wedge, weil es ein bisschen bergauf geht. Ein bisschen links. Ui, ein Bunker. Eieiei. Wollen wir mal zum ersten Mal die Bunker testen. Also hier in diesem Bunker. Jetzt keine Ahnung, ob die hart sind oder weich oder. Aber schaut relativ hart aus. Okay, Hit and Hope. Hoppala. Okay. Leider zu clean getroffen. So, jetzt haben wir es uns noch ein bisschen schwerer gemacht. Eieiei. Er muss jetzt relativ hoch da rein, weil schon wieder alles bergab geht. Brems, brems, brems. Puh, also höher kann ich dann leider nicht mehr reinspielen. Puh. Oh, langer Bogey-Putt. Also jetzt nach dem Birdie ja Doppelbogey machen, wäre jetzt schon sehr bitter. Komm, rein damit. Jetzt könnte ein Triple-Bogey auch noch werden. Gerade und gerade. Also, Doppelbogey. Ah. So, Loch 8. Also die 17 auf dem Old Course. 370 Metern. Sollte eigentlich geradeaus gehen, aber ich sehe jetzt leider nicht. Ich sehe so einen Blindschuss. Ups, der war leider nix. Aber sollte irgendwo im Spiel sein. Puh. So, hier wäre jetzt das Fairway und da oben die Fahne. Wir sind jetzt leider auf dem anderen Loch drüben. Ja, wird ein langer Schlag aufs Grün. So, 148 Meter noch auf die Fahne. Ich nehme jetzt hier Erleichterung von dem Weg. Ja, mach mal ein Hit and Hope. Hoffen, dass wir da bei den Palmen vorbeikommen. Eine Palme gestreift. Ui, der ist irgendwo nach links gekupft. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Weil da links ist ein Teich. Up and down zum Paar. Wieder Socket. Gottes Willen. Ah. So, wieder Socket. Haben wir jetzt ein bisschen einen längeren Barpart. Knapp vorbei. So, zum Bogey. Na. Also zwei Doppel hintereinander. Eieiei. So, damit jetzt 6 über Paar. Leider nicht ideal. Aber ja, da jetzt haben wir Paar 5. 404 Metern, aber extrem bergauf. Also das wird sich wie 500 spielen. Der schaut gut aus. Ja, perfekt. Mitte Fairway. Also Mitte Fairway, aber leider hier ein bisschen eine kahle Stelle gefunden. Jetzt geht es nochmal extrem bergauf. 178 Meter auf die Fahne. Hätte ich jetzt mein Hybrid draufspielen müssen, weil es wirklich extrem bergauf geht.
Oh, der geht flach rauf, rollt, keine Ahnung, ist irgendwo oben. Also, wir haben das Grün gefunden mit dem zweiten Schlag. Da wären noch zwei Bunker gewesen vor dem Grün. Die haben wir Gott sei Dank irgendwie verfehlt. Jetzt haben wir einen langen Igelpatt. Aber wieder alles bergab. Ich patte nur bergab heute. Schwierig, schwierig. Nach dem Loch geht es dann extrem bergab. Der bricht weg, der bricht weg. Und jetzt nimmt er den Hügel mit. Ah, schwierige Fahnenposition. Damit ein ewig langer Birdie-Putt. So, komm zum Birdie. Ach, das ist gut. Tja. Jetzt bleibt der Fahrpart ein bisschen länger. Zum Bogey. Also, 4-Part Bogey. Premiere. Also, das war's mit Teil 1 vom Salobre Golf Club. Ich glaube, 7 über Paar jetzt nach dem letzten Loch. Das war jetzt sehr schade. Der zweite Teil kommt auch bald. Der zweite Teil ist dann der New Course im Salobre. Hoffentlich geht's dann ein bisschen besser. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.